Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Hier ist Pierre Frank und heute habe ich wieder einen, ja wirklich darf ich sagen, einen wundervollen Gast, die sehr einflussreich geworden ist in den letzten Jahren. Und auch ich bin auf sie aufmerksam geworden und musste immer schmunzeln, wenn ich auf Instagram sie gesehen habe. Sie wurde auch in Österreich zu einem der einflussreichsten Instagram-Bloggern gewählt, kann man nicht sagen, aber einfach beachtet und geehrt. Und sie hat auch Bücher geschrieben, Bestseller. Also ihr seht schon, da ist schon ein ganz schönes Kaliber dahinter. Und wenn man in diesem Segment erfolgreich sein möchte, dann reicht Fleiß einfach nicht. Dann darf man schon wahrhaftig sein und authentisch und hat wirklich etwas mitzuteilen. Und das hat sie, mein heutiger Gast. Und ich begrüße wirklich voller Dankbarkeit, schön, dass du Zeit hattest, Melanie Pignitter. Hallo. Ja, danke schön. Danke schön für diese Ankündigung. Ich habe ja schon öfter Interviews gemacht, aber ich muss sagen, jetzt war ich gerade ganz, ganz, ganz besonders gerührt, weil ich bin ja eigentlich, das heißt eigentlich, ich war ja und bin noch immer, aber war vor allem ein riesengroßer Pierre Frank-Groupie in meiner Jugend. Deswegen ist es für mich was ganz, ganz Besonderes, wenn du diese Worte und so liebevoll, wie du die auch ausgesprochen hast, ja, sagst. Das berührt mich wirklich ganz, ganz herzlich. Ja, es ist wirklich so schön, was du machst. Alleine auf Instagram, ich muss dazu sagen, du machst auch viele Posts stumm. Man sieht dich und du hältst dann Blätter hoch, wo was drauf geschrieben steht. Noch ein Blatt und noch ein Blatt. Und es ist wirklich, man ist dann erstmal fasziniert, was kommt als nächstes, was kommt noch? Und dann lächelst du dazu. Und das beides, die Kombination, hat für mich immer, wo ich denke, oh wow. Was für eine tiefe Wahrheit. Also, es ist was anderes, wenn ich nur einen Post sehe oder, also, das hat mich schon seit einiger Zeit irgendwie immer sehr inspiriert und ich dachte mir, mache ich das auch? Und dann dachte ich mir, nee, ich lade dich ein. Das ist doch viel besser. Das ist doch viel besser, weil du bist wundervoll, wie du das tust. Und, aber wie gesagt, man darf ja wahrhaftig sein, wenn man so etwas macht. Und deine Geschichte ist ja eben, wie ganz viel, von ganz vielen Menschen, auch von denen, die uns jetzt zuschauen, ist ja auch von Krisen geprägt. Und du wurdest wahrscheinlich auch dorthin geführt, von deinem Schicksal, das zu tun, was du heute tust. Vielleicht magst du mal zu Beginn einfach so ein bisschen erzählen, wie kamst du eigentlich dazu? Ja, ich fange wirklich ganz vom Beginn an, wenn ich schon mit dir sprechen darf, dann fange ich wirklich dort an, wo ich begonnen habe, mich mit meiner Welt der Gedanken auseinanderzusetzen. Das war eben, als ich so 19, 20 war und das erste Mal deine Bücher in die Hände bekommen habe. Oh. Und ja, und dann haben sich in dieser Zeit ganz viele wundervolle Dinge aufgetan. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war immer bei mit einer Freundin auf deinen Seminaren und da gab es diese schöne Affirmation, alles geschieht zu deinem Besten. Und ich habe mir die immer gesagt, ich weiß nicht genau, ich hatte einen Autounfall, hier ist mir reingefahren und ich habe ihr gesagt, alles geschieht zu deinem Besten, alles geschieht zu deinem Besten. Und es hat auch wirklich funktioniert. Also der Autounfall hat mich später zu meinem Traumjob geführt. Ja, und ich hatte wirklich ein glückliches Leben. Auch dadurch, dass ich die Kraft meiner Gedanken und ja, das Gesetz der Resonanz verstanden habe. Und dann kam relativ plötzlich von einem auf den anderen Tag, also für mich war es damals relativ plötzlich, ein Schmerz in mein Leben. Ich bekam Kopfschmerzen. Und es war jetzt nicht so Katerkopfschmerzen, die der ein oder andere vielleicht kennt, und auch nicht so ein Spannungskopfschmerz, sondern es war ein richtiger Migräneanfall. Das heißt, ich habe auf einem Auge kaum noch gesehen, ich hatte so richtige Aura, mir war schlecht und ich hatte massivste Kopfschmerzen, sodass ich eigentlich nicht mal aufstehen konnte. Und ich habe dann gegoogelt, wie man das halt so macht, ne? Was könnte das sein? Und dann stand ihm, Dr. Google hat gesagt, das ist ein Migräneanfall und der dauert 4 bis maximal 24 Stunden. Dann war ich erstmals erleichtert, habe mir gedacht, okay, Gott sei Dank, wird vorbeigehen. Und das Problem war, das kannte Dr. Google scheinbar nicht. Bei mir ging dieser Migräneanfall, diese massivsten Schmerzen nicht vorbei. Nicht nach einem Tag, nicht nach 3 Tagen und auch nicht nach 100 Tagen. Und dann war mein Leben einfach mal weg. Also das Leben, das ich bis dahin hatte, mit
einem erfüllenden Job. Ich war damals Trainerin und bin durchs Land gereist mit vielen Freunden, vielen Hobbys, vielen Interessen. Ich habe damals ganz, ganz viel Sport gemacht, im Selbststudium Spanisch beigebracht, immer Ausbildungen gemacht. Das war alles weg. Ich konnte nicht mehr reisen. Ich war nicht mal in der Lage, etwas zu kochen, was ich auch bis dahin geliebt hatte. Meine Freunde treffen die normalsten Dinge. Ich war eigentlich die meiste Zeit im abgedunkelten Zimmer im Bett, ja, und habe mich nur aufgerafft, um von Arzt zu laufen und von Wunderheiler zu Wunderheiler. Habe dann dort quasi auch mein Vermögen viel investiert, muss ich jetzt im Nachhinein leider sagen. Und es hat einfach nichts geholfen. Also es ging hin bis zu Morphinen, also Morphium. Es hat einfach überhaupt keine Wirkung gehabt. Ja, und dann bin ich ehrlich gesagt so am Abgrund gestanden. Habe mir gedacht, ich habe schon alles probiert, alle Strohhalme gezogen. Was soll ich jetzt noch probieren? Also so möchte ich nicht leben. Also das ist auch heute noch meine schlimmste Angst, ein ungelebtes Leben. Ja, also ich konnte ja mein Leben nicht mehr leben und ich musste anderen dabei zusehen, wie sie ihr Leben leben. Und ich lieb es aber so sehr zu leben. Deswegen war das für mich ein unglaublicher emotionaler Schmerz auch, ja, einfach nicht leben zu dürfen. Und ja, ich stand da am Abgrund und dachte wirklich, da geht's nicht weiter. Und dann habe ich noch so einen Strohhalm entdeckt und der war die Sache mit den Gedanken, die ich ja eigentlich davor schon ganz gut drauf hatte, nämlich die Kraft meiner eigenen Gedanken auszuschöpfen. Und habe dann, also ich war damals schon Mentaltrainerin, habe eine Ausbildung gemacht, habe mich dann aber entschlossen, damit ich wirklich so einen Plan habe, ich schreibe noch eine Diplomarbeit zum Mentaltrainer und der Titel der Arbeit war Heilung oder Linderung von chronischen Schmerzen durch Mentaltraining. Und dann habe ich mir mein eigenes mentales Programm geschrieben, sozusagen, mit dem ich da rausfinden wollte. Und es war überhaupt nicht so, dass ich dran geglaubt habe, großartig, aber es war ein Funkenglaube da. Du hast es auch immer so schön erklärt, als du gesagt hattest, du musst gerade noch dran glauben können, an das, was du sagst, was du visualisierst. Und so einen Funken Hoffnung hatte ich. Ich hatte ja viele Bücher von dir, wo ich dann auch immer wieder eben wirklich auch reingelesen habe, um mich selbst weiter zu überzeugen, an dieser Arbeit zu schreiben. Und ich habe dann einfach Schritt für Schritt wirklich diese 120 Seiten Diplomarbeit als meinen Plan verwendet, wie ich jetzt vorgehe, um mich von diesem Schmerz zu befreien. Und also ich habe viel visualisiert, erzähle ich vielleicht gleich noch meine Übung, die mit einem sehr schönen Erlebnis zu Ende ging. Aber Fakt war, dieser Schmerz ging nicht so schnipp weg. Ich hatte den damals wirklich schon 2,5 Jahre lang, oder 2 Jahre, als ich damit begann. Und das Erste, was mir aber gelungen ist, war, dass ich trotz des Schmerzes wieder beginnen konnte zu leben. Das heißt, die erste Veränderung fand im Kopf statt. Ich habe mir zuerst die Lebensfreude zurückgeholt und erst dann hat sich das auf den Körper positiv ausgewirkt. Also ich weiß ganz genau, ich hatte immense Schmerzen und ich bin dann mit Freunden auf eine stehende Welle gefahren. Also mitten in der Stadt war so eine Welle, die hat man aufgestellt mit Wasser und da konnte man surfen. Ich konnte nicht surfen und wir haben das alle gemacht. Ich dachte mir noch, als ich da mit dabei war, das ist verrückt, ne, mit meinen Schmerzen da jetzt. Und es hat aber meine Konzentration so sehr gebraucht, dass ich während dieser Surfstunde eine Stunde lang nicht, und das seit über 2 Jahren, eine Stunde lang nicht an den Schmerz gedacht hatte. Und das war für mich so der erste Durchbruch. Ich kann, mein Gehirn kann diesen Schmerz ausblenden. Ja, und ich habe auch sehr, sehr viel visualisiert. Und ich weiß, dass ich eine Sache visualisiert habe, und zwar, die habe ich über 100 Tage lang visualisiert, jeden Tag nach dem Aufstehen. Ich so auf meinem Lieblingssessel, das ist so ein alter Biedermann-Couch-Sessel.
und habe visualisiert, meine Augen geschlossen und mir vorgestellt, wie ich barfuß auf meinem Lieblingsstrand in Spanien laufe. Ich habe einen Fuß bei den anderen gesetzt, den Sand zwischen den Zehen gespürt, den Wind, das Meer rauschen gehört. Ich habe auch immer diesen Leuchtturm gesehen. Bis zum Leuchtturm waren es 5 Kilometer am Ende des Horizonts. Und ich habe das so sehr gefühlt und gespürt, als wäre ich dort. Und diese ganze Emotion der Freiheit, die eigentlich überhaupt nicht in meinem Leben war, weil ich ja nur beschränkt war, kam jeden Morgen, als ich das gemacht habe, hoch. Und ja, ungefähr 120 Tage später, als ich angefangen hatte, habe ich das auch gemacht. Also damals war es noch, als ich begonnen habe, war es unvorstellbar mit meinen Schmerzen, nicht Sport zu machen, geschweige denn zu laufen. Und 120 Tage später bin ich tatsächlich schmerzfrei an diesem spanischen Strand gelaufen und hatte wirklich, also es war so wie jeden Tag in meiner Visualisierung. Und ich muss dazu sagen, was die Geschichte so besonders macht, ist, dass die Ärzte mir gesagt haben, dass ich einen chronischen Schmerz, einen Fehler im Schmerzgedächtnis hätte und dass ich nie wieder schmerzfrei sein würde. Und ich war an diesem Tag, es war, glaube ich, der erste Tag, an dem ich komplett schmerzfrei war. Also schmerzfreie Stunden hatte ich vorher schon. Und ja, da wurde es mir wieder bewusst, diese unglaubliche Macht unserer Gedanken, unserer Gefühle. Und was wir damit nicht alles beeinflussen können, nämlich nicht nur unseren Körper, sondern unsere ganze Welt. Und auf diesem Weg der Heilung, sage ich mal, bin ich noch ganz vielen Themen begegnet. Also auf diesem Weg, als ich mir diese Diplomarbeit zurechtgelegt habe, habe ich gemerkt, ich muss mir das Thema Selbstliebe anschauen. Das hätte ich mir nie gedacht, weil ich war immer selbstbewusst, eigentlich immer glücklich. Aber als ich dann krank war, konnte ich nichts mehr leisten. Ich habe nicht mehr so toll ausgesehen. Also all die Faktoren waren plötzlich weg. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich mir selbst gar nicht so ein guter Freund bin und dass ich gar nicht so freundlich zu mir selbst bin, wie ich es jetzt brauchen würde. Und unter anderem dadurch bin ich natürlich tiefer ins Thema Glaubenssätze und habe dann bemerkt, dass die Arbeit mit dem inneren Kind für mich auch eine ganz wesentliche ist, dass ich irrsinnig gut mit dieser Metapher arbeiten kann. Ja, und schlussendlich, nach diesem Weg, habe ich mir einfach gedacht, es müssen noch viel mehr Menschen da draußen erfahren, wie stark wir mit Tools aus dem Mentaltraining darauf einwirken können, ja, wie viel Glück und wie viel Liebe in unserem Leben möglich ist und ja, so, dass sogar Heilung möglich ist. Und so bin ich quasi zu meinem heutigen Tun gekommen und habe dann mal gestartet, meinen Blog Honigperlen und dann später meinen Podcast und meine Bücher und so weiter. Ja, ich muss dazu sagen, Honigperlen ist ja auch so ein wundervoller Name, den du gefunden hast. Und über das innere Kind und die Selbstliebe rede ich gleich nochmal gerne mit dir. Was du gerade so wundervoll erzählt hast, ist, ganz viele, ja, unsere Selbstheilungskräfte können wir ja aktivieren und ganz viele sagen dann, okay, ich bin gesund. Aber du hast ja genau das gemacht, was viel besser ist, nämlich, was möchte ich denn erreichen, wenn ich gesund bin? Zu was bin ich denn wieder fähig? Was kann ich mir da alles erlauben? Und deswegen deine Vision, deswegen danke, dass du uns das mit uns teilst, weil die natürlich so wesentlich ist, denn das ist das eigentliche Ziel. Gesundheit ist nicht das eigentliche Ziel, sondern damit wir alles tun können, was wir gerne tun wollen, ist das eigentliche Ziel. Ja. Und das merken wir erst, wenn wir krank werden, wenn es uns genommen wird. So, ja. Das betrifft jetzt nicht nur als Gesundheit, sondern alles immer, warum möchtest du das haben? Was steht eigentlich da eigentlich dahinter? Und das ist natürlich wundervoll und auch vielen Dank, dass du gesagt hast, das geht nicht mit so einem Fingerschnipsen. Also es ist nicht so, ich habe jetzt eine Affirmation oder eine Vision, die mache ich jetzt einmal so, wo ist es? Sondern es ist eine Entwicklung, weil wir uns auch entwickeln und auch unser Körper sich danach richtet und entwickelt. Und das ist wundervoll, weil du gerade auch beschreibst, da brauchen wir Geduld und auch Vertrauen.
Und dieses Vertrauen spiegelst du wirklich wieder. Und weil gerade auch noch Selbstliebe so angesprochen hast, ich musste immer so schmunzeln, auch wenn ich von dir was höre oder lese oder so. Zum Beispiel schreibst du bei dir über dich selbst auf deiner Webseite, da musste ich schon wieder schmunzeln, hast du geschrieben, ich bin absolut unvollkommen, mache täglich Fehler und stehe dazu. Das sagt schon ganz viel über die Selbstliebe aus. Wenn du ein bisschen was darüber sagen magst, weil das ist es eigentlich, was du da in einem Satz geschrieben hast. Ja, also das ist ein ganz großes Thema, weil ich eben in der Zeit, also ich dachte, ich weiß ja gar nicht, warum bekomme ich diesen massiven Schmerz überhaupt in mein Leben. Aber was ich nicht bemerkt hatte und erst im Nachhinein erkannt habe, ist, dass ich eine Art Perfektionismus entwickelt hatte. Also im Nachhinein habe ich erkannt, das war alles zu viel. Ich habe einen Fulltime-Job gehabt mit Überstunden. Ich habe 6-mal die Woche Sport gemacht, Spanisch im Selbststudium gelernt, abends eine Schule gemacht für eine weitere Ausbildung und wollte immer mehr und mehr und immer besser und besser und alles möglichst perfekt machen und auch möglichst perfekt aussehen. Also haben ja viele junge Frauen, ne, mit der Figur und Sport habe ich gemacht, um gut auszusehen und nicht für die Gesundheit. Und also ich bin da wirklich in diesen Perfektionswahn oder Selbstoptimierungswahn hineingegangen, ohne es zu merken. Und habe erst durch meine Entwicklung bemerkt, wie wahnsinnig entspannend das für meinen Körper und meine Seele ist, wenn ich das loslasse. Das war wirklich so eine richtige Last, wo die ganze Anspannung, die runtergefallen ist. Und interessanterweise, als ich das bemerkt habe, konnte ich's, ich weiß, das gelingt vielen nicht, aber ich konnte das relativ schnell umsetzen, dass ich diesen Perfektionismus loslasse, dass ich loslasse, andere sollen super von mir denken oder sollen mich alle lieb haben. Das konnte ich wirklich sehr schnell loslassen, wahrscheinlich weil ich schon an der Selbstliebe gearbeitet habe. Und plötzlich war ich dann vollkommen authentisch. Und das habe ich dann in meinem Umfeld, in meinem Leben sofort bemerkt. Es gab immer wieder Gruppen von Menschen in meiner Umgebung oder einzelne Menschen, mit denen ich mir wahnsinnig schwer tat. Und als ich authentisch war und eben, ja, also zu meinen Fehlern gestanden bin, ich kann wahnsinnig gut sagen, das kann ich nicht oder das weiß ich nicht, ja. Und es geht mir gar nicht schlecht dabei, weil ich muss nicht alles wissen. Ich weiß ganz viel. Es ist nicht schlimm, wenn ich diese eine Sache nicht weiß. Also dieses offen mit seinen Fehlern und Schwächen auch umzugehen, auch über Emotionen zu sprechen, die man gar nicht hat. Haben darf, wie zum Beispiel, da bin ich jetzt schon neidisch oder so. Also ich wurde einfach sehr offen und sehr direkt, hat dann plötzlich das Verhältnis zu ganz vielen Menschen, wo es früher schwierig war, verändert. Und ich habe auch ganz andere Menschen angezogen. Also ich habe wirklich eine unmittelbare Resonanz bemerkt, wie gut es den Menschen tut, wenn jemand so unperfekt ist, wenn er nicht alles kann, nicht alles weiß, wenn er ganz offen von seinen Fehlern spricht, auch ganz offen von, also so Dinge, von denen wir nicht sprechen, ne? Also nach außen sind ja alle Beziehungen immer perfekt. Und ich habe auch dann gemerkt, wie gut mir das tut, einfach davon zu sprechen, dass es halt bei mir nicht so ist und wie gut es den anderen tut. Wie plötzlich denen auch eine Last von den Schultern fällt, weil sie nicht die einzigen sind, die nicht die perfekte Beziehung haben und so weiter. Ja, es hat wundervoll erklärt. Ich meine, bei mir ist es ja auch mal so, ich werde auch mal gefragt, aber wieso, wie kannst du denn dich selbst mögen und selbst lieben? Wie geht denn das? Und dann das beschreibst du in diesem Satz wundervoll. Ich sage dann auch immer, ich bin nicht vollkommen und ich mag das an mir. Ich finde das Ja. großartig an mir. Und das genau wie du das gerade beschreibst, wenn man selber dazu steht, ja, ich kann das halt nicht, ich weiß es nicht, aber trotzdem, ja, oh, ich habe dann diesen Mist gebaut, ja, ist das nicht großartig? Da baue ich so einen Blödsinn, da kann ich mich amüsieren darüber, wie kann ich nur so doof sein? Und plötzlich befreit das nicht nur mich, sondern auch andere Menschen, die drumherum sind. Denn es ist unglaublich anstrengend, eine Maske zu tragen, die man sich selber auferlegt, was man alles sein möchte als Idealvorstellung. Dann ist man ständig frustriert, weil ich die Idealvorstellung niemals erreiche. Also ich meine eigenen Ansprüche erreiche ich nicht. Und vor allen anderen bin ich unglaublich verletzbar, weil ich immer vorgebe, jemand anderer zu sein, als ich wirklich bin. Und ja, du hast vollkommen recht. Wir haben all das in uns. Scham, Schuld, Neid, Hass, Wut, all das. Und ja, das sind wir auch.
Natürlich streben wir danach, Emotionen zu entwickeln oder beständiger zu erleben, die uns gut tun. Aber auch das alles haben wir. Wenn wir nicht wütend sind, wie wollen wir uns durchsetzen? Wenn wir uns nicht ab und zu mal schämen, woher wissen wir dann, was gut und richtig ist? Was moralisch und nicht moralisch ist? Also wir lernen anhand der Gefühle. Und das hast du wundervoll ausgedrückt. Vielleicht magst du ja, weil du ja ganz viel auch Kurse machst über Selbstliebe und inneres Kind, vielleicht magst du so ein, zwei, drei Punkte mal so erzählen, wo du sagst, ja, das finde ich ganz wichtig, so als Einstieg, wie kann ich denn ein bisschen mehr mich beginnen, mich selber zu mögen oder zu akzeptieren? Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wo man startet. Also es ist ganz wichtig, wenn du jetzt, wenn man gerade den Status hat, ich mag mich selbst gar nicht, dann sollte halt das erste Ziel auch nicht sein, oh, ich liebe mich selbst über alles. Ja? Also dorthin zu kommen, finde ich, ist großartig, ist ein großartiges Ziel. Ja? Selbstliebe bedeutet für mich, versuche ich immer so zu umschreiben, damit auch wirklich das Ziel für Menschen attraktiv wird. Wenn du morgens aufwachst und dir vorstellst, du kennst das ja, du bist Papa, und wenn du dir vorstellst, du wachst irgendwie morgens auf und dann hast du da so ein Kleinkind, so ein Baby oder ein, zwei Jahre altes Kind, das die Augen aufschlägt und du siehst das, ja, dann geht dir ja das Herz auf und du denkst ja einfach nur, wow, ich bin so, so dankbar für diesen Menschen in meinem Leben. Und wenn du dich selbst liebst, dann ist es ungefähr so, als würdest du aufwachen, die Augen aufschlagen und dieses Gefühl dir selbst gegenüber haben, dieses, wow, es ist so, so schön, dass ich in meinem Leben bin. Mhm. Und das ist für mich die praktische Beschreibung von Selbstliebe. Es ist ein großartiges Ziel, aber wenn man jetzt gerade anfängt bei, ich mag mich gar nicht, dann sollte man nicht versuchen, gleich dorthin zu springen, weil ich denke, das könnte dann toxisch werden, ne? Wenn man sich gar nicht mag und man sagt sich dann, oh, ich liebe mich selbst von ganzem Herzen und ich bin so toll und großartig, dann sagt natürlich dann eine Stelle im Gehirn, stimmt gar nicht, da wären wir wieder bei diesem Thema, kann ich gar nicht dran glauben, also irgendeine Zwischenstufe wählen, wie zum Beispiel, ich mag mich von Tag zu Tag ein bisschen mehr oder akzeptiere mich von Tag zu Tag ein bisschen mehr, das mal als Zwischenziel festzulegen. Und es ist nun mal so, dass wir nicht ganz unabhängig von den Menschen im Außen sind. Deswegen so auf Verstandsebene kann man auch mal mit seinem Umfeld arbeiten. Im Sinne davon, es gibt ganz sicher Menschen in deinem Leben, in unserem Leben, die uns mögen oder sogar lieben. Und ich finde es da eine ganz schöne Übung, wenn man so eine Astralreise sozusagen macht, wenn man sich so einen Menschen vorstellt, der einem gegenübersteht, der einen richtig gerne hat, liebt oder wertschätzt. Und man visualisiert das, stellt sich dem vor, steht ihm gegenüber, man schaut sich in die Augen, man spürt auch diese Liebe und Wertschätzung vom anderen, weil man das ein bisschen so genossen hat. Dann fliegt man sozusagen in seiner Visualisierung aus dem eigenen Körper raus und kommt in den anderen hinein. Und dann versucht man sich mal mit den Augen des anderen selbst zu betrachten, mit diesen liebevollen und wertschätzenden Augen. Was sieht denn der andere in dir da? Was mag der denn? Was schätzt er denn? Das ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man sich dann ein paar Notizen auch nach der Visualisierungsübung macht. Und dann kommt man wieder zurück, sozusagen wieder aus dem Körper raus, in den eigenen rein. Mir hilft es dann immer so, wenn ich so ein bisschen hier mir ins Herz fasse und mir versuche, dieses Gefühl, diese Augen, durch die ich gerade geblickt habe, diese liebevollen Augen, ein bisschen abzuspeichern und mitzunehmen für mich selbst, damit ich mich im Alltag öfter mit diesen liebevollen Augen betrachten kann. Was für eine schöne Übung, auch wundervoll. Und vor allem für jeden so leicht machbar. Wundervoll, ja. Und du hast mich jetzt auch sehr gerade beseelt und berührt, als du es mit dem Kind gesagt hast, denn genauso war das auch für mich. Als Julia, unsere Tochter, geboren wurde, durch die habe ich alles gelernt. Selbstliebe, aber auch bedingungslose Liebe und diese Nähe. Und das war für mich tatsächlich ein großes, großes Wunder und für mich eine ganz große Entwicklung. Deswegen finde ich es auch eine super schöne Idee von dir zu sagen, stell dir das mal vor, wenn du aufwachst, wie das ist. Du bist doch dein Baby, du bist doch der wundervolle Mensch. Ja, ja. Ganz schön, ganz schön. Also, und bei der Selbstliebe ist es ja auch so,
Wir haben ja immer wieder jeden Tag so Ankerpunkte, wo wir auf unsere Grenzen stoßen, uns zu mögen. Einer der großen Punkte ist, wenn ich nackt vorm Spiegel stehe, dann denke ich mir, also wie habe ich denn so weit kommen lassen können? So, was mache ich denn dann? Also wenn ich sozusagen, also ich sage jetzt mal, ich in Bezug auf unsere Zuschauer, was mache ich denn, wenn ich mir selbst im Spiegel begegne und da denke, nee, das kann ich aber noch nicht akzeptieren. Wie gehe ich denn damit um? Finde ich, ist gerade heutzutage ein total wichtiges Thema, weil es ja diesen Body Positivity Trend gibt, ja, und den sieht man ja immer, genau, man sieht dann ja immer die Menschen, die dann ganz viele Speckrollen haben oder vielleicht auch ganz unreine Gesicht, und dann stehen die da und sagen, ja, ich bin wunderschön und so fühle ich mich auch. Und das ist toll, dass die sich so fühlen, aber es ist halt eine An es ist halt für ganz, ganz viele Menschen nicht möglich. Und ich finde den Anspruch, jeden Körperteil an sich selbst zu lieben, sehr, sehr hoch. Ich denke, dass der gar nicht notwendig ist, ja, weil wenn du jetzt an Michaela oder weiß ich nicht, sonst wen denkst, gibt es sicher auch irgendetwas an Michaela, das nicht so schön ist. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat sie eine abstehende Zehe oder so. Also bei meinem Mann gibt es sicher auch. Er hat dann Haare in der Nase oder so. Also es gibt auch Körperteile, die ich nicht so schön vielleicht finde an ihm, aber das tut überhaupt keinen Abbruch meiner Liebe zu dieser Person. Also ich liebe die ja trotzdem, und wenn man ein Kind hat mit abstehenden Ohren und einer schiefen Nase, dann liebt man das ja genauso. Und deswegen finde ich diesen Anspruch dieses Body Positivity Trends, nämlich jeden Körperteil zu lieben, eigentlich viel zu hoch. Es geht vielmehr darum, dich im Gesamtpaket zu lieben. Und wenn man das jetzt gar nicht kann, dann denke ich, dass man da viel eher über die Wertschätzung hinkommt, darüber, was dein Körper täglich für dich tut, was du mit ihm alles erlebst, was er dir ermöglicht. Also sich mal ganz bewusst zu fragen, was haben denn diese Hände schon alles erschaffen? Wo bin ich denn schon überall dank dieses Schwabbelbus gesessen, ja, sei es irgendwo in Kalifornien gewesen oder auf einem Boot oder sonst wo. Was habe ich denn alles schon durch meine Lippen und meinen Mund, meinen Geschmacksnerven genossen, sich mal da bewusst werden? Was habe ich schon, ja, alles durch meine Beine sehen dürfen von dieser Welt? Und ja, ich denke mal, das ist so der erste Schritt, um mal in die Wertschätzung zu gehen, dem Körper gegenüber. Und ja, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass man jeden Körperteil schön findet, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt jeden einzelnen Körperteil so toll finde, aber ich meinen Körper trotzdem liebe und wertschätze. Ja, wir sind ja in einer Welt der Extreme, ne? Wenn wir jetzt Instagram anschauen, wo unglaublich viel gefotoshoppt ist, wo gar nicht die Wahrheit wiedergespiegelt wird, zum großen Teil, sondern tatsächlich nur eine behauptete Wahrheit, dann denkt man ganz schnell, das ist das Ideal und da muss ich auch hin, um überhaupt anerkannt zu werden. Das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer inzwischen. Und wenn wir aber mal in die Sauna gehen oder einfach mal in die Fußgängerzone uns in einen Café setzen und uns die Menschen anschauen, dann sehen wir die Realität. Das ist die Wirklichkeit. Und ich gehöre in diese Wirklichkeit hinein. Und ich bin ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Und gerade wenn man den Alterungsprozess auch noch mit einbezieht, dann würde dieser Kampf endlos weitergehen, bis man stirbt. Dann ist jede Falte und. Also das, wenn man in diese Richtung weiterdenkt, kann man nur verlieren. Und deswegen ist genau wie du auch sagst, ich bin auch, diese Übung mache ich auch sehr gerne auch im Seminar. Und einfach mal zu schauen, was kann dein Körper alles? Sei mal dankbar, was tut denn der alles? Alleine die Lungen, das Herz, ständig auch, wenn du schläfst, was da alles arbeitet und die Augen und so, das alles ist dir ermöglicht. Und ja, ich finde natürlich schon, kann man sich überlegen, werde ich mit dem Körper wirklich dann alt, wenn ich, keine Ahnung, nicht vielleicht ein bisschen mich bewege? Der Körper ist auch gemacht, um mich zu bewegen, aber es geht nicht um eine Äußerlichkeit. Und in der Tat, und man weiß auch von Paaren, die längere Zeit zusammen sind, die sehen das Äußere gar nicht mehr, sondern die sehen nur nach die inneren Werte. Also die innere Schönheit. Da kann außen jemand schön sein bis zum Umfallen. Wenn die inneren Werte nicht stimmen, sieht man nur, wie hässlich dieser Mensch ist.
Deswegen ja, absolut einfach die innere Schönheit immer wieder betrachten, weil das sind wir. Das sind vorrangig wir. Und deswegen mit der Selbstliebe, sagst du aber auch schön, ist ein Prozess. Es gibt eine Entwicklung. Und ganz oft wurde uns beigebracht, so wie du bist, kannst du dich selbst nicht lieben. So wie du bist, bist du nicht liebenswert. Und da meine Frage, würdest du von dir sagen, dass du dich jetzt zu 100% selbst liebst oder bist du auch auf dem Weg oder wie würdest du dich jetzt einstufen? Denn wenn man von so einer tiefen Krise kommt wie du, ist ja alles erstmal wieder ein großes Geschenk, ein großes Wunder. Ja, genau, genau das ist es. Also das ist mir Gott sei Dank gelungen, dass ich mir das bis heute erhalten habe, dass das ein Wunder ist, ein mega Geschenk, dass ich einfach aufstehe, dass ich schmerzfrei bin, dass ich mich selbst habe, meinen Körper habe, mein Leben habe. Ich glaube einfach, dass dadurch jede Menge Glückshormone ständig ausgeschüttet werden, die natürlich meinem Körper und meiner ganzen Seele gut tun. Ob ich mich immer selbst liebe, ich glaube, mit Selbstliebe ist das auch so ein bisschen wie mit einem Aktienchart, ja, der geht irgendwie nie geradeaus. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo dann die schon größer gekaufte Bikinihose auch noch eng wird, wo ich mir dann schon denke, ach, das ist aber jetzt schon blöd. Aber ich denke mir eigentlich nie, also ich seit Ewigkeiten, nicht wirklich was Schlechtes über mich oder über meinen Körper. Ich ärgere mich mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber ich verspüre keine negativen Emotionen mir selbst gegenüber. Also es gibt natürlich Tage, da finde ich mich wirklich großartig und würde mich am liebsten den ganzen Tag nur umarmen. Und es gibt Tage, wo das nicht so intensiv ist. Also ich würde sagen, es schwankt auf einem hohen Niveau. Und ich glaube, man ist immer auf dem Weg. Also man kann nicht einmal lernen, sich selbst zu lieben und dann ist es erledigt, sondern es kommen ja immer wieder neue Herausforderungen, neue Fehler, die du machst, neue Menschen, die dir begegnen, wo du dann vielleicht enttäuscht bist, dass dich jemand nicht mag. Dann wird ja all das, was Selbstliebe vermeidet, wieder getriggert. Und deswegen ist es, glaube ich, eine beständige Arbeit. Aber ich denke schon, dass man mit so einer Intensivarbeit mal ein gutes Level erreicht, wo man sich dann zwischendurch auch mal entspannen kann und nicht jeden Tag 5 Selbstliebeübungen machen muss. Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Sonst gerätst du im Stress und in Leistungszwang und das ist ja das Gegenteil von Selbstliebe. Genau. Ich muss diese Folgen jetzt machen, diesen Kurs jetzt machen, erst dann kann ich mich selbst lieben. Selbstlieben ist ja auch eine innere Haltung. Deswegen sagst du ja gerade, wenn du die Bikinihose nicht mehr passt, sagt über die Selbstliebe gar nichts aus. Sondern nur, ja, dann passt sie halt nicht mehr. Dann habe ich halt mich gerade sehr teuer ernährt und die Fettpolster haben Geld gekostet. So, das hat ja eigentlich erstmal mit Selbstliebe weniger zu tun, sondern es ist ja die innere Haltung. Wie sehe ich die Welt und wie sehe ich mich in dieser Welt? Und deswegen auch bei mir, klar, habe ich Tage, da bin ich wütend oder sauer oder was gelingt mir nicht. Und natürlich bin ich nicht glücklich, wenn ich mir einen Fuß anhaue. Aber so eine innere Grundhaltung. Und ich habe auch festgestellt, natürlich, je älter man wird, umso mehr kommt man zu dem Punkt der Selbstliebe, weil man nicht mehr so viel Ansprüche hat, was man alles erreichen muss oder leisten muss, um glücklich zu sein. Weil man dann immer festgestellt hat, das hat mich ja gar nicht glücklich gemacht. Man hat ja, ich habe das, wenn ich mir überlege, ich als Schauspieler habe ja 350 Filme gedreht, habe alles gemacht, was man haben sollte, um glücklich zu sein und war es nicht. Ja. Also wir haben dann auch teilweise irgendwie Gedanken im Kopf. Die Werbung sagt uns ja auch immer, wenn du das hast, dann bist du glücklich. Und das erreichen wir aber nie, diesen Glückspunkt. Den erreichen wir wirklich nur, wie du gerade vorhin gesagt hast, auch mit so Übungen, die du gerade vorschlägst, wo es um was ganz anderes geht. Nicht um die Äußerlichkeit, was ausfindet, sondern tatsächlich um was tief in uns ist und wie wir uns betrachten. Und das Schöne ist, wenn wir uns selbst nicht lieben, dann hungern wir nach Liebe und dann suchen wir Menschen, die behaupten, dass sie uns lieben. Und dann tun wir ganz viel, damit wir geliebt werden und. Und plötzlich sind wir weit weg von der Selbstliebe. Ja. Und das ist, das hast du super schön beschrieben. Ich habe natürlich noch eine ganz andere Frage, aber hinter dir sehe ich mal dein schönes neues Buch, Wenn ein Satz dein Leben verändert. Da geht es um Affirmationen.
Weil du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass du auch Affirmationen benutzt und so. Und vielleicht magst du ein bisschen was über dein Buch erzählen, warum Affirmationen denn so wichtig sind, was sie bewirken und ob man da auch einen Zeitraum braucht, bis sie eine Wirkung erzeugen. Ja, klar. Also viel von meinem Affirmationswissen oder die Affirmationsbegeisterung, die habe ich ja quasi bei dir entdeckt, schon vor ganz, ganz vielen Jahren. Und ich habe eigentlich immer mit Affirmationen gearbeitet, sowohl in der schlimmsten Zeit meines Lebens, weiß ich noch, war die Affirmation, ich akzeptiere meinen Schmerz im Heute und öffne mich dafür, dass sich der Schmerz morgen löst. Oder übermorgen, weiß gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall habe ich immer mit Affirmationen gearbeitet und mir hat es immer geholfen. Mittlerweile sagt man ja ein bisschen so Affirmationen, das ist ein alter Hut. Ich habe auch schon gehört, spreche auch in dem Buch an, Affirmationen sind toxisch. Und ich wollte einfach mal, nachdem ich schon so lange damit arbeite und ganz viele Tools entwickelt habe, wollte ich einfach mal so von null auf ein Buch drüber schreiben, alle Mythen ausräumen und gleichzeitig ganz viele verschiedene, ich nenne es Affirmationsverstärker, zur Verfügung stellen. Weil eine Affirmation ist ja ein Satz, den man sich vorsagt. Und da kann man ganz schön viel Fehler machen. Ne? Also man kann zum Beispiel sagen, so, ich bin irgendwie total arm, ich kann meine Gasrechnung nicht mehr bezahlen. Dann suche ich mir eine Affirmation aus dem Buch und die heißt dann, ich bin wohlhabend und reich. Ja? Und dann sage ich mir die und jedes Mal, wenn ich sie mir sage, macht mein Gehirn, stimmt ja überhaupt nicht, schau dir mal deine Armut an, so quasi. Also das ist schon mal einer der häufigen Fehler, wird nicht funktionieren. Und ich glaube, das kann sogar toxisch sein, wenn man zum Beispiel einfach wirklich krank ist und man sagt sich dann ständig, ich bin kerngesund und fühlt das aber gar nicht. Ja, also wenn man es einfach überhaupt nicht fühlt, weil man es überhaupt nicht glauben kann. Und da muss ich recht geben dem Trend, man kann, wenn man sie falsch anwendet, tatsächlich auch ein bisschen Schaden anrichten. Also wenn man sie zum Beispiel auf diese Art und Weise anwendet. Und da gibt es halt so einige Regeln, die man mal beachten sollte, wie zum Beispiel, es sollte für dich noch die Affirmation gerade so real sein. Also irgendwie Monaten, Jahren, so irgendwie solltest du daran glauben können, dass die wahr wird. Und da gibt es halt noch ganz, ganz viele wichtige Regeln, die ich da aufliste. Einige kennen die meisten sowieso schon, dass sie positiv formuliert sein sollen in der Gegenwart, so diese Klassiker. Aber gibt es ein paar weitere, die ich da in dem Buch auch anführe, damit man eben mal dieses Fehler umgeht. Und Fakt ist, eine Affirmation ist nur ein Satz, aber wenn man die richtig anwendet, nämlich mit Verstärker, das heißt, wenn man zu der Affirmation ein Bild visualisiert oder wenn man zu der Affirmation, ich habe da einige Verstärkungsübungen, wie zum Beispiel, wenn man sich Post-its überall in der Wohnung hinklebt, wo man täglich hinkommt, in der Seite des Kleiderschranks, Kühlschrank, Laptop, was auch immer, sie immer wieder präsent werden. Oder ich habe auch eine ganz nette Übung für Kinder, die erkläre ich jetzt ein bisschen ausführlicher, weil auch Kinder können von Affirmationen profitieren, aber auch für Erwachsene ist die geeignet. Es ist ja so, dass uns sozusagen Farben und Bilder emotional viel schneller berühren als das gesprochene Wort. Man hat ja auch herausgefunden, dass man quasi Bilder 60.000 Mal schneller mit dem Unterbewusstsein erfasst als Worte. Und deswegen auch visualisieren bei Affirmationen sehr, sehr hilfreich. Aber es gibt auch noch eine andere schöne Übung, wenn du so sagst, ich brauche jetzt 3 Affirmationen, vielleicht für 3 Lebensbereiche, einmal für deine Selbstliebe, einmal vielleicht, weil du noch auf der Suche bist nach dem richtigen Job, der dich wirklich erfüllt, und einmal vielleicht, weil du eine Sache loslassen möchtest, dann hast du deine 3 Affirmationen und dann nimmst du dir ein Blatt Papier. Und auf der Rückseite, also auf der Vorderseite, schreibst du die Affirmation drauf und auf der Rückseite malst du ein Symbol, das für dich zu dieser Affirmation passt. Wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Loslassen geht, ich lasse los, was mir nicht mehr länger dienlich ist und mache mich frei für neue Liebe und Lebensfreude. Dann kannst du dazu zum Beispiel einen Ballon malen oder vielleicht auch ein ganz skurriles Muster, irgendwas, was du damit in Verbindung bringst. Und das machst du bei allen. Und genau, also mit Kindern kann man dann ein Spiel draus machen. Also da schaut man sich das Bild an, die Affirmation. Und den Kindern hält man dann irgendwann nur mal die Bilder hin und sie sagen dann zum Beispiel die Affirmation, die soll natürlich dann kindgerecht sein, wie zum Beispiel, ich schaffe alles, was ich möchte.
Meine Eltern lieben mich immer, ich bin klug und einzigartig. Quasi das Bild wird hingehalten, das Kind errät es. Genau, und das kann man natürlich auch Erwachsene auch machen und davon gibt es ganz, ganz viele Übungen, die man nutzen kann, damit man eben, und das ist ja das Ziel, diese Affirmation nicht nur mehr ein Satz ist, sondern damit man sie ins Unterbewusstsein bringt, weil das Unterbewusstsein, das weiß man ja, ungefähr für 90% unserer täglichen Handlungen und Entscheidungen oder sogar mehr zuständig ist, weil wir ja nicht den ganzen Tag bewusst denken können. Und deswegen beruft sich dann das Unterbewusstsein, das unterbewusste Handeln auf alle Glaubenssätze, die wir im Unterbewusstsein sozusagen gesät haben. Das sind sehr oft noch negative, die kommen häufig aus der Kindheit, wie ich bin nicht gut genug oder kann das nicht, bin ich schön genug. Und wir orientieren uns dann mit unseren Handlungen zu 90% an diesen Glaubenssätzen. Und das Ziel einer Affirmation ist, dass diese Affirmation positiver Glaubenssatz in deinem Unterbewusstsein wird, damit du eben 90% dieser Zeit, wo du nicht bewusst denkst, weil wir können das nicht ständig, schafft unser Gehirn von der Leistung gar nicht, auch danach handelst. Und dadurch, also eigentlich relativ logische Verkettung, und dadurch diese Affirmation mehr und mehr auch zur Realität in deinem Leben wird. Wenn ich mir zum Beispiel einen neuen Job wünsche und ich sage, ich bin offen und bereit dafür, meine berufliche erfüllende Tätigkeit zu finden, dann, und ich habe das in meinem Unterbewusstsein, dann werde ich nach und nach natürlich meine Handlungen danach ausrichten und hoffentlich diese Chance, die mir vielleicht bald entgegenkommt, nicht verpassen. Ja, super, super erklärt. Wow. Ganz schön. Also bleibt nur noch die Frage, hast du denn Affirmationen, die du immer wieder nutzt? Also meine erste Frage, und magst du die uns mitteilen? Und wie lange benutze ich denn eine Affirmation? Weil die wandelt sich ja, weil ich verändere mich ja auch. Woran merke ich denn, jetzt könnte ich mal was Neues gebrauchen? Das finde ich gut, die Frage. Ja, das finde ich sehr gut. Also ich rede immer so ein bisschen von Stärken. Also wenn ich mir jetzt gerade gesagt habe, ich akzeptiere mich von Tag zu Tag ein bisschen mehr und ich merke, dann fühle ich das schon, dann ist es so leicht, dann ist es der Zeitpunkt, wo ich bereit bin für ein bisschen höhere Stärke vielleicht, ein bisschen intensivere Affirmation. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich deine Ziele und Wünsche generell ändern. Ja? Also wenn du jetzt affirmierst und zusätzlich gerade viel mit dir arbeitest und vielleicht war deine Affirmation bis jetzt, ich möchte rank und schlank sein, und jetzt hast du gemerkt, eigentlich passt es gar nicht mehr so, eigentlich will ich mich nur richtig wohlfühlen und, keine Ahnung, glücklich sein, dann ist es natürlich auch an der Zeit, diese Affirmation anzupassen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ja, dass man das auch mal von Zeit zu Zeit kontrolliert. Die Affirmationen beschreiben ja häufig unsere Wünsche und die Wünsche sind ja nicht in Stein gemeißelt, weil die verändern sich ja genauso, wie wir uns auch verändern und entwickeln. Genau. Und ganz oft ist mit Affirmationen, die Hirnforschung sagt ja Befehlssätze dazu, die wirken nicht sofort auf der Stelle. Wir merken zwar sofort, dass es uns wohltut oder dass es uns inspiriert oder dass sie uns trösten. Das merken wir sofort, aber was du gerade beschreibst, ins Unterbewusstsein geht, das dauert ja eine Weile. Ja. Und auch da sagt die Hirnforschung, wir müssen nicht sofort daran glauben, es entwickelt sich. Aber wenn es uns überfordert oder wie du gerade gesagt hast, wenn es zu weit gesteckt ist, dann kommt der Verstand und sagt, ja klar, hast du einen Vogel. Wie zum Beispiel, ich bin schlank, ja klar, schau mal in den Spiegel. So, und da haben wir dann plötzlich einen inneren Kampf zu vollführen. Und auch wunderschön, wie du es gesagt hast, genau, und die entwickeln sich mit uns ja weiter, weil wir ja immer ein bisschen uns erweitern. Wir gehen ja immer ein bisschen aus unserer Komfortzone raus und damit gehen unsere Affirmationen auch immer ein bisschen auch weiter raus. Ja. Magst du uns denn sagen, was für Affirmationen du zurzeit nutzt? Oder? Ich glaube, da hole ich das Büchlein, aber ich wollte unbedingt noch was zu dir, zu diesem Punkt sagen mit der Zeit, und das hatten wir jetzt nicht erwähnt. Das ist ja dieses magische Gesetz, diese mindestens 21 Tage. Und ich bin so der Meinung, und es ist auch meine Erfahrung, dass man sich lieber mal mindestens 4 Wochen nehmen sollte, weil es gibt immer so einen Tag, wo man vergisst und so weiter. Und was dahingehend vielleicht ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt ein bisschen Futter für seinen Verstand braucht, ist, dass
diese Affirmationen, genauso wie negative Sätze, die wir gespeichert haben, unser Gehirn verändern können. Und das kommt ja auch aus der Hirnforschung. Unser Gehirn ist ja plastisch. Und wenn wir jetzt ganz, ganz viele negative Sätze haben, dann ist dieser negative Teil, der auf einer Seite sozusagen unseres Gehirns ist, dann ist dieses Areal sehr, sehr groß, weil wir da ganz viele Autobahnen, also Glaubenssätze sind quasi wie ganz viele Straßen, die wir ständig befahren. Und dann ist der Bereich einfach sehr, sehr groß. Und wenn wir bisher viele, also wenig positive Affirmationen haben, dann ist halt dieser Bereich sehr, sehr klein. Und man hat ja auch herausgefunden, dass man wirklich, also dass das Gehirn wirklich plastisch ist. Das heißt, man kann diesen negativen Bereich bewusst verkleinern und den positiven bewusst vergrößern, indem man bewusst positiv denkt, zum Beispiel in Form von Affirmationen, weil bewusst positiv denken natürlich auch wieder schwierig ist, dass man das den ganzen Tag mitnimmt. Da braucht man eben Tools dafür. Und da kann halt das einfache Tool der Affirmation ganz wunderbar sein. Und dann hast du noch gefragt, welche Affirmationen ich gerade verwende. Tatsächlich, ich verwende immer eine Hauptaffirmation, die dann gerade meinem aktuellen Ziel oder Wunsch entspricht. Und ansonsten arbeite ich total gern, und das mache ich auch hauptsächlich, das kennen die meisten auch, die mir folgen auf Instagram und Co., mit Tagesaffirmationen. Tagesaffirmationen, sag ich, sind so ein bisschen positive Impulse, die ich mir mitnehme. Die sage ich mir gar nicht 30 Tage lang, sondern das ist einfach so ein Tagesbusch, den ich mir jeden Tag mitnehme. Das hast du ja auch, das ist ja auch so ein, gibt es das noch, wo man bei dir die Affirmation ziehen kann auf der Website? Ja, das habe ich immer geliebt. Wahrscheinlich kommt auch daher meine Tagesaffirmation. Genau, das sind diese Tageskarten, die man auf meiner Website sieht. Tageskarte, genau. Genau, da ist eine Affirmation drauf. Genau, da kann man eine ziehen. Genau. Mhm. Und so ein bisschen mache ich das auch. Also da gibt es in meinem Buch diese Tagesaffirmationsseiten, die man sich quasi kopiert. Schön. Rausschneidet, dann gibt man es in Marmelade. Halt mal näher an die Kamera. Zeig mal her. Halt mal, noch mal, jetzt noch weiter, noch näher. Ah, schön. Oh, wow. Ja, da ganz schön. Einige Seiten, genau. Ja, toll. Ja, genau. Da hinten ist ja quasi dann nach Themen die Affirmationen, also nach Angst vor Krankheiten, Stress auflösen, Intuition, was auch immer. Und da vorne sind einfach bunt gemixte Tagesaffirmationen. Und da hätte ich jetzt einfach mal 2, 3 vorgelesen, die vielleicht gerade den Tag des Zuschauers inspirieren können. Alles, was ich brauche, kommt zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Heilung durchströmt meinen Körper und meinen Geist. So. Warte mal, schon eine Sekunde. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ihr macht alle, also alle Zuschauer, macht mal kurz die Augen zu. Einfach die Augen zu. Und Melanie liest uns eine Affirmation vor und dann vielleicht noch eine. Und wir schauen mal, was macht das mit dir alleine nur, wenn du das hörst. Okay, also alle die Augen zumachen. So wie ich weiß, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, so weiß ich auch, dass das Leben für mich sorgt. Ich bin es wert, geachtet und geliebt zu werden. Dieser Tag ist ein Geschenk, das ich mit Liebe und Freude annehme. Mach noch eins. Alles, was ich tue, tue ich mit Begeisterung und Freude. So, und dann spüren wir, wenn wir die Augen zu haben und uns darauf einlassen, spüren wir bereits, dass es emotional was mit uns macht. Superschön. Und was ich ganz toll fand, was du gesagt hast auch, dass nämlich die negativen Affirmationen, unsere Zweifel, unsere negativen Überzeugungen sind Affirmationen. Wir glauben, ich werde mal gefragt, ach so, aber lässt dann die Wirkung von so einer Affirmation dann nicht irgendwann mal nach? Und ich frage dann, lassen deine Zweifel nach, wenn du zum 10. Mal denkst, ich bin ein Idiot? Nee, hat immer noch Wirkung. Und das ist ganz wichtig, dass wir es für uns wissen. Alles, was wir beständig wiederholen an Sätzen, hat eine ganz starke Wirkung auf uns. Und deswegen ist es sehr hilfreich, Affirmationen zu nutzen, weil wir unseren Geist dann in eine andere Richtung schulen und lenken. Und unseren Fokus auf eine andere Richtung lenken. Es geht gar nicht darum, dass das sofort da ist, ich bin liebenswert, nee, ich mag mich ja gar nicht, sondern aber das ist eine Möglichkeit, die bereits in mir angelegt ist und die ich zeigen darf. Ja. Ja, superschön, superschön.
Also, was ich auch noch ganz manchmal ganz gerne mache, dass ich einfach eine Seite aufschlage und dann einfach mit dem Finger irgendwo hingehe und dann, das ist meine Affirmation. So. Ja, das ist schön. Genau. Weil auch da das Unbewusste weiß Bescheid. Das sucht sich Ja, schon das Richtige aus. das stimmt. Ja, ganz schön. Zeig noch mal kurz dein Buch, halt es noch mal kurz nochmal in die Kamera, damit wir das Cover sehen. Genau. Also, wenn ein Satz dein Leben verändert. Oder? Genau. Also Mhm. das Besondere daran ist, es sind eben so nur 60 Seiten oder so Fließtext. Dann kommen hier die Tagesaffirmationen. Und das war eigentlich die Grundidee. Danach kommt ein Affirmationslexikon. Wir kennen das so von Louise Hay, da immer bei den Krankheiten hat man nachgeschlagen und sich eine Affirmation Ja, ausgesucht. genau. Aber da waren halt nur Krankheiten. Und ich dachte mir irgendwann, ja, es wäre halt auch schön, wenn wir Affirmationen für jede Lebenslage hätten, für die Trennung, für die Freundschaft, für Schamgefühle, für Schmerzen, für Müdigkeit, für was auch immer. Und da habe ich sozusagen ein Lexikon angelegt, wo es eben wirklich für jedes Thema, egal mehr Zufriedenheit im Leben oder Gesundheit oder Gewichtsprobleme, einfach gleich mal 10, 20 Affirmationen gibt, weil wir wissen ja auch, nicht jede Affirmation ist für jeden passend. Und dann lese ich einfach mal die durch und schaue, mit welcher habe ich eine Resonanz und ja, die nehme ich mir dann zum Arbeiten. Ja, ganz, ganz schön. Aber Melanie, ich kann dich jetzt nicht so einfach entlassen, wenn du nicht noch ein bisschen was über das innere Kind erzählst, weil das ist ja auch noch so ein ganz wichtiges Thema bei dir. Ich weiß, da kann man nicht wenige Sätze erzählen, weil es ein sehr Ja. großes Thema ist. Aber du machst ja auch Kurse, mit dem inneren Kind zu tun haben. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, warum es eigentlich ganz wichtig ist, dass wir uns mal mit unserem inneren Kind auch ein bisschen beschäftigen. Ja, es ist deshalb so wichtig, weil wir ja in unseren ersten Lebensjahren so sind wie ein Schwamm. Das heißt, wir saugen alles, was wir hören und wie wir behandelt werden, saugen wir alles auf. Und zwar viel, viel mehr als in allen späteren Lebensjahren, also von 0 bis 6. Da holen wir uns schon mal den Großteil unserer späteren Glaubenssätze, unserer Prägungen, unserer Vorstellung von der Welt. Und deshalb sind diese Prägungen so tief in unserem Unterbewusstsein, dass sie unser Leben auch, wenn wir 30, 40 oder 50 Jahre alt sind, noch beeinflussen. Das merkt man ganz oft an so Sätzen wie, ja, das macht man halt so, ja. Woher kommt denn das, ja? Oder ich habe jetzt neulich mal den Deller abgeschleckt. Und dann hat mein Vater gesagt, das macht man doch nicht. Also, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Ja, also gewisse Dinge macht man halt. Also andere Menschen grüßen, es macht ja Sinn, ja. Da sollen sich auch wertgeschätzt und willkommen fühlen. Aber was ist denn Schlechtes daran, eigentlich den Teller abzuschlecken? Also eigentlich gibt es da ja keinen Grund. Es kommt einfach von unserer Kindheit. Und es ist nur ein Beispiel. Die Prägungen, die wir von der Kindheit mitbekommen haben, das können leider ganz viele negative Glaubenssätze sein, die bereiten uns meistens heute auch noch im Leben Probleme. Es können Sätze sein wie die Liebe ist schwer oder Liebe tut weh oder Männer sind ganz schrecklich. Das können Sätze sein wie Geld ist immer zu wenig da oder muss man sich schwer verdienen. Oder auch der Klassiker, ich bin einfach nicht gut genug. Und das können Sätze sein, die unser Leben heute bestimmen, weil der Satz, ich bin nicht gut genug, kommt zu 99,9% aus der Kindheit und trotzdem lebt man noch heute danach und versucht erst gar nicht, sich auf den Traumjob zu bewerben, weil man ja nicht gut genug ist oder spricht den Typen oder die Frau gar nicht erst an, weil man ja nicht gut genug ist. Das heißt, man handelt danach und hat eigentlich keine Ahnung, woher es kommt. Und das Ziel bei der inneren Kindarbeit ist einfach, nicht alle Verletzungen, also das ist meine Interpretation und so mache ich es, nicht alle Verletzungen aus der Kindheit aufzuarbeiten, weil es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir hören von unserem 0. bis zu unserem 18. Lebensjahr ungefähr 180.000 Suggestionen, das heißt Sätze über uns selbst. Und die Großteil davon ist negativ, weil Kinder ja ständig zurechtgewiesen werden. Mach das nicht, mach dies nicht, das kannst du nicht. Und das heißt, wir hätten dann potenziell 100.000 negative Verletzungen, die wir aufarbeiten müssten. Und da reden wir jetzt nur vom gesprochenen Wort und nicht von der Ablehnung und der Ausgrenzung, die wortlos geschehen ist.
Und das würde ja gar nicht gehen. Und es ist Gott sei Dank auch nicht notwendig. Also präzise innere Kindarbeit bedeutet für mich herauszufinden, welche Themen oder Probleme hast du heute in deinem Leben? Welcher Schmerz wiederholt sich in deinem Leben oder welches Problem? Und dann sozusagen die Verbindung zu dieser Kindheitsverletzung zu schlagen und die sozusagen aufzuarbeiten oder zu heilen. Das hast du echt klasse gemacht. In so kurzer Zeit, das so umfassend zu beantworten. Wow, aber das war jetzt eine große Herausforderung. Ist mir erst danach eingefallen, als du angefangen hast, dachte ich mir, eigentlich eine Unverschämtheit, dich zu fragen. Sag das mal mit wenigen Sätzen. Das hast du ja großartig gemacht. Toll, wundervoll. Sogar ich habe es verstanden. Und es war wieder eine außergewöhnliche Stunde, muss ich wirklich sagen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, Melanie Pickleder, wo finde ich die denn? Also alle Links sind unter dem Video. Also das Instagram kann ich nur empfehlen, reinschauen. Ihre Webseite müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Da gibt es auch Kurse, die ihr anschauen könnt. Da geht es auch um Selbstliebe, um inneres Kind und, und. Wenn ihr sagt, oh, da bin ich neugierig geworden. Das hat mir aber jetzt nicht nur Spaß gemacht, sondern da geht es ja wirklich ein bisschen tiefer. Und da ist jemand, der hat wirklich eine Ahnung, dann kann ich euch das nur empfehlen. Schaut mal ein bisschen auf die Webseite von Melanie vorbei. Melanie, ich danke dir von ganzem Herzen. Gibt es noch irgendwas, bevor ich sozusagen zu allen Tschüss sage, was du noch gerne loswerden möchtest, was du noch gerne sagen möchtest? Ich bin jetzt gerade so meinen Gedanken nachgehangen. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe ja einen Podcast, der auch relativ erfolgreich ist. Stimmt. Du Ja, aber hast du ja, schon lange. Ganz lange. den habe ich schon lange, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich lade eigentlich nie Gäste ein, weil ich immer selbst so viel zu sagen habe. Nein, also ich habe einfach ein Konzept, weil eben schon so viele Gäste einladen. Aber ich habe mir gerade gedacht, so ich habe auch hier dein Buch liegen. Also für mich bist du ja der Meister der Manifestation. Und ich habe mir gerade gedacht, ich muss dich unbedingt mal als ersten Gast von 200 Podcast-Folgen einladen, um mit dir drüber zu sprechen. Ja, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Komme ich Also, gerne. Da komme ich ja, gerne. Ja, schön. und das macht auch so Spaß. Also mit so ein Gespräch zu führen, macht einfach großen Spaß, weil man auch inspiriert wird. Also auch ich bin ja jetzt unglaublich inspiriert durch dich, durch ganz viele Dinge. So, und das ist, machst du ja, wenn du alleine, ist es eine ganz andere Art. Also ich komme sehr gerne zu dir, freue mich total. Also wann immer es ist, und dann werden wir das hier auch mitteilen. Also wenn ich dann bei Melanie auf dem Blog bin, erfahrt ihr das natürlich alle. So, und das war's. Oder möchtest du noch was sagen? Nee, ich freue mich mega. Ja, genau. Ich mich auch. Ich mich auch. Ja, ich finde immer, wir sind alle eine Familie. Dass dieser Gedanke des Getrenntseins existiert ja nur in unserem Kopf. In Wahrheit sind wir ja alle wirklich eine große Familie, die längst ineinander verwoben ist. Und wenn wir das mal sehen und wissen, dann lebt es sich auch viel angenehmer und wir sehen viel mehr die Schönheiten. Und wir sehen auch viel mehr dann die Selbstliebe. Melanie, vielen, vielen Dank für diese wundervolle Stunde. Und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiederhören. Das heißt, wir sehen uns ja dann auch, aber darauf freue ich mich sehr. Dann werden wir mal sehen. Habe ich überhaupt was mitzuteilen? Mal sehen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ihr Lieben, euch einen wunderschönen Tag noch und ja, bis zur nächsten Sendung. Heute haben wir Melanie Pickleder da gehabt und ich habe das als großes Geschenk empfunden. Alles Liebe, euer Pierre.